Und die Idee war gut in der Theorie. In der Praxis hat es leider überhaupt nicht funktioniert, weil ich wirklich den Abschaum von Menschen kennengelernt habe. Also was die mit meinen Objekten umgegangen sind, ist nicht mehr feierlich. War ich auch ganz oft im Fernsehen mit, als ich wieder Leute geräumt habe mit Megafon und Trupps, die den Kram rausgetragen haben und dann vor die neue Adresse gekippt haben und sowas. Herzlich willkommen zum R&G. Zeit für Neues. Immobilien- und Investment-Podcast. Ich will Immos, ich will alles, ich will fliegen wie bei Marvel. Ich will Immos, Immos. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Podcast-Folge R&G, Zeit für neues Immobilien- und Investment-Podcast. Heute wieder mit einer Interview-Folge mit dem lieben Sebastian Fässer, der selber Immobilienmakler und Sachverständiger ist und heute uns ein paar Informationen zu einem Spezialthema im Bereich Immobilieninvestment erklären wird. Und ja, da freue ich mich erstmal, dass du dir die Zeit genommen hast, lieber Sebastian. Vielen Dank, dass du heute im Podcast bist. Ja, gerne. Also ich bin Sebastian Fässer, ich komme aus Hannover, bin 45 Jahre alt, sehr glücklich verheiratet. Kam aus dem Finanzierungsbereich und dachte, Mensch, 5% für den Makler, 1% für den Finanzierer, das ist ja gar nicht so schwer. Und denke mir heute noch, wie naiv ich gewesen bin. Habe dann sehr, sehr lange gemakelt, makel auch jetzt noch mit Herz und Seele. Bin Geschäftsführer von Fässer Immobilien hier in Hannover, dann ist es so gewesen, dass ich mir vor Jahren mal gesagt habe, Mensch, die Makler, die schütteln sich alle nur so eine Zahl aus dem Ärmel, aber keiner kann genau erklären, wo sie herkommt. Eigentlich interessiert dich das, wo das herkommt. Wir haben ja klassisch bei einer normalen Immobilie 2% Abschreibung und ein Kunde sagt mir, Mensch, ich weiß, wie ich mehr kriege. Und ich sage, Mensch, erzähl mal. Dann hat er mir das erzählt und ich fand das unglaublich spannend. Habe das dann gemacht, ist das aber irgendwie wieder so ein bisschen totgelaufen, der Alltag holte einen ein und dann ging das ja so vor ungefähr anderthalb, zwei Jahren los, dass das ein Grundsatzurteil gegeben hat und in dem Moment habe ich gesagt, okay, das hast du mal gemacht, das kannst du und besorge jetzt eben meinen Kunden sehr, sehr hohe Abschreibungen auf ihre bestehenden Objekte, ohne dass sie irgendwas dafür machen müssen, außer mich zu beauftragen. Und das ist, glaube ich, ein Thema, was ja einfach spannend ist und sehr, sehr lukrativ für diejenigen, die es bei mir in Auftrag geben. Da sind wir jetzt schon voll im Spezialgebiet quasi drin. Ich würde aber gerne noch mal einen Schlenk weiter nach vorne machen. Und gerne. Zwar, was du, also persönlich, du warst Finanzierer, du bist Immobilienmakler und hast du auch selber in Immobilien schon investiert? Ja, ich hab eine ganze Menge. Also ich hab einen Haufen kleine Wohnungen. Kleine Wohnungen machen viel Spaß. Ich habe auch einen Haufen Einfamilienhäuser in ja, etwas ländlicheren Gegenden hier im Bereich Hannover. Hannover-Hildesheim. Was ist das, Buy and Hold? Oder, Ja. Also es ist so ein bisschen von beidem. Ich habe mal eine Strategie gefahren, das hat so 2012, 2013 angefangen, da habe ich gesagt, ich kaufe kleine Scheißbuden, Häuser in sehr, sehr, sehr einfachen Lagen. Und meine Idee war, du bist Hartz-IV-Empfänger, du hast 3 Kinder, 4 Hunde, 5 Katzen und hast einen Anspruch auf, weiß nicht, 450 Euro an Miete. Und dafür kriegst du eine Drei-Zimmer-Wohnung. Und dann kommt Fässer und sagt, ey, hier, normalerweise kriegst du für den Kurs eine Drei-Zimmer-Wohnung. Bei mir kriegst du aber 8 Zimmer und Garten und Garage und dies und das und 3 Badezimmer und hin und her. Und die Idee war gut in der Theorie. In der Praxis hat es leider überhaupt nicht funktioniert, weil ich wirklich den Abschaum von Menschen kennengelernt habe. Also wie die mit meinen Objekten umgegangen sind, ist nicht mehr feierlich. War ich auch ganz oft im Fernsehen mit, als ich wieder Leute geräumt habe mit Megafon und Trupps, die den Kram rausgetragen haben und dann vor die neue Adresse gekippt haben und sowas, weil sie es vergessen haben, bei mir mitzunehmen. Also war sehr, sehr spannend, sehr, sehr spannende Zeit. Ich kann voll gut planen. Ich kann so gar nicht handwerkern. Wenn ich mal Bock habe, auf einer Baustelle tätig zu werden, dann nur im Bereich Abriss, ne, schön Mottec da rein und dann kloppt irgendwas raus. Das Geilste sind so diese Glasbausteine, wenn du da reinklopfst, die platzen immer so schön. Aber ansonsten kann ich dir genau sagen, wie es aussehen soll. Ich kann aber nicht den Weg sagen, wie du da hinkommst. Das Ding ist eben, das ist ein Thema, was mir Spaß macht. Das mache ich auch jetzt noch ganz gerne, so ein Fix und Flip. Ich habe das so in 2020, 2021 ein bisschen mehr gemacht. Da ist auch immer noch das ein oder andere Objekt, was mir so über den Weg läuft, was ich daneben mache. Ne? Das heißt also, die Frage stelle ich eigentlich ganz gerne immer, wenn ich mit Leuten spreche aus dem Immobilienbereich. Der Markt hat sich ein bisschen verändert. Liegt das auch so ein bisschen daran, dass du aktuell mit Fix und Flip so ein bisschen pausierst, sage ich jetzt mal? Oder? Also es ist so, das darf ich jetzt gar nicht so sagen, um mich nicht irgendwie ins Negative zu stellen, aber selbst ich habe momentan Probleme damit, hier einzuschätzen, was da wirklich so erzielbar ist aus dem Bauch heraus, weil es jedes Mal ändert. Ne? Also du hast momentan natürlich die Angst, da habe ich letztens sehr, sehr günstig eingekauft, habe ich auch über ein anderes Maklerbüro gekauft, deswegen konnte ich das offen sagen. War auch eins, was so ähnlich klingt wie so Burger King.
Und da habe ich, das war aufgerufen mit 199 und ich habe dann erzählt, das und das und das muss raus, Heizung kaputt, keine Dämmung dran. Also bin auf diesen ganzen energetischen Kram gegangen und habe das Ding dann echt für 63.000 gekauft. Ne? Wow. Das war schon heftig. Und da, gut, habe ich auch kein blödes Gewissen, weil. Also Ne? ein Und schöner Verhandlungsspielraum, haben ne? auch einen Also. Profi gehabt. Ne? Und ich denke so, okay, die wollten verkaufen, die mussten verkaufen und die hatten auch keinen Bock mehr. Das Ding war ewig lang am Markt, weil es eben völlig falsch eingepreist war. Also diese 200, muss ich auch sagen, die waren so weit weg von der Realität. Ich hatte jetzt gerade einen Fall, ich habe eine Villa verkauft, die sollte kosten knapp 1 Million Euro. Und ich hatte jetzt einen, der hat also seine ganzen Dämmmaßnahmen, der wollte Fassaden neu machen. Also erstmal die ganze Aura der Villa, diese ganze Erscheinung der Villa war so eine alte Kaffeemühle, völlig vergewaltigt. Dann wollte man neue Heizung einbauen, da musste eine PV-Anlage aufs Dach, da mussten neue Fenster, weil die sind ja von 2015 gewesen, die sind ja nicht gut. Dann waren sie nur zweifach verglast, müssen aber dreifach verglast sein, da muss dies noch, da muss das noch, da muss das. Der wollte insgesamt in das Haus 400.000 Euro stecken, die Hälfte davon waren energetische Maßnahmen und ich denke mir so, okay, Freund, wir haben jetzt 2.500 Euro im Jahr, bis du das wieder drin hast, müsstest du 100 Jahre in diesem Haus wohnen, damit du auf Null kommst, aber witzige Geschichte. Auf der einen Seite halten diese Materialien eben nicht so lange, also eine Außendämmung kannst du nach 30 Jahren wegschmeißen. Da packe ich mir dann den Kopf, da wird das Haus gedämmt, da werden neue Fenster eingebaut, aber keiner dämmt die oberste Geschossdecke. Warme Luft steigt oben, das lernt man in der, ich weiß nicht, dritten Klasse in der Grundschule. Das raffen die Leute nicht. Das ist eben so eine Sache, die ich nicht verstehe. Vor 10 Jahren, glaube ich, kamen diese Energiesparlampen raus. Da durfte ich keine 100 Watt Birne haben, weil 100 Watt ist ja viel zu viel. Und heute fahre ich mit einem Tesla, der, weiß nicht, 14.000 Watt verbraucht. Das ist eine Sache, die ich, vielleicht bin ich auch zu alt dafür, ich weiß es nicht, ich verstehe es nicht, aber jetzt bin ich auch sehr weit abgeschwappt. Also das ist jedenfalls ein Punkt, gerade dieser energetische Kram ist momentan den Leuten extrem wichtig. Und das ist eben auch ein Ding für mich, wenn du eine alte Immobilie kaufst und dann kalkulierst im Thema Fix und Flip und dann noch eine Außendämmung und eine Wärmepumpe einbauen musst. Dann bleibt entweder kein Gewinn oder du gehst so teuer raus, dass die Leute, und das kommt ja dazu, es sich nicht mehr leisten können. Ich habe heute keine Möglichkeit mehr, einem Normalverdiener ein Haus für 450.000, 500.000 Euro zu verkaufen, weil er mal eben 30 Mille dafür im Jahr an Zinsen rausschmeißt und an Tilgung. 4% Zinsen, 2% Tilgung, weißt du selber, ist bei einer Ja. halben Million 30.000 Euro. So, zeig mir mal einen Durchschnittsverdiener, der 30.000 Euro im Jahr für Wohnen bezahlen kann. Das können die nicht mehr und das ist ja auch okay. Und deswegen ist die Frage, kriege ich mein 500.000 Euro Haus überhaupt weg? Oder wie sieht es damit aus? Ne? Es bringt ja keinen weiter, wenn ich ein Haus habe, was 500.000 Euro wert ist, wo ich nur Angebote für 300.000 kriege oder wo die Leute sagen, ich kriege es nicht finanziert. Den Wert habe ich noch, aber trotzdem kann ich nicht morgen zum Bäcker gehen und sage, hier ist eine Tür, gib mir mal ein Brot. Also du siehst auch, dass der Markt etwas herausfordernder geworden ist, würde ich mal sagen. Absolut, absolut. Wobei, was ich spannend finde, die teuren Häuser gehen besser. Also wenn du eine magische Grenze, wenn du wirklich bei einer Million bist, dieses Haus, was ich gerade verkauft habe, habe ich am Ende drei Käufer für gehabt. Und ich habe das schon mal verkauft vor 10 Jahren. Vor 10 Jahren habe ich da Monate für gebraucht und jetzt ging das innerhalb von. So, Ich und denke dann. tatsächlich, das hängt auch mit der aktuellen politischen Situation zusammen. Wir haben die Wahrnehmung auch hier bei uns regional, dass gerade die Leute, sage ich mal, die ein bisschen mehr Geld auf der hohen Kante haben, eher Angst haben auch vor Inflation und dementsprechend wieder interessierter sind an Immobilieninvestments. Die sind solide. Die haben mit ihren Aktien gerade negative Erfahrungswerte gemacht, ne, weil die Depots nach unten gegangen sind und da ist gerade ein Ja, vermehrter Run du, drauf. du musst, du musst natürlich auch sehen, das Ding, was ich jetzt für 1 Million verkauft habe, hätte vor 1,5 Jahren auch noch 1,4 gekostet. Das muss man eben auch dazu sehen. Ich möchte momentan nicht mein ganzes Geld bündeln, indem ich jetzt 5 oder 6 Fix- und Flip-Objekte mache. Ich habe jetzt ein paar Sachen gekauft im Buy-and-Hold-Bereich. Das eine ist so ein Dreifamilienhaus gewesen. Sehr speziell, weil es auf Erbpacht läuft und nicht beliehen werden kann. Aber dadurch konnte ich es natürlich extrem günstig kaufen. Hier in der Region Hannover. Finde ich aber spannend, ist auch so ein bisschen die Wahrnehmung, die wir hier haben und auch die beim Stammtisch so die Runde macht bei uns beim Immo-Stammtisch, dass es gerade für Investoren immer noch ein interessanter Markt ist und wir immer noch einkaufen. Also wobei viele ja sagen, oh, ich warte jetzt erstmal mit einem weiteren Immobilienkauf, sehen wir das tatsächlich ganz anders. Was ich schwierig sehe, das sind diese Excel-Charts im Occasioning. Ich nenne es jetzt mal ganz abfällig so. Vor 1,5 Jahren hat man den Leuten gesagt, hier, das Ding hat 1,2% Rendite und die sind vor Freude tot um Baum gefallen und sind zur Bank gerannt und haben sich noch vorgedrängelt, damit sie möglichst schnell die Finanzierung kriegen. Heute bietest du genau den Leuten irgendwie einen 6% da an oder einen 7% da an, was damals unmöglich gewesen ist. Faktor 20 oder sowas oder Faktor 14 in dem Fall ist es ja. Unmöglich gewesen ist.
Und da wurde dann wieder diskutiert, da wird dann jetzt wieder diskutiert, nee, viel zu wenig und bla, und ich habe ja nur 80 Euro Cashflow. Was die Leute nicht verstehen, die eine Immobilie zur Kapitalanlage kaufen, ich meine jetzt mal ganz doof dargestellt, ihr kauft eine Immobilie mit Geld, was euch nicht gehört, und bezahlt es mit Geld, was ihr von fremden Leuten bekommt, dafür, dass ihr eure Bonität kurz verleiht. Und am Ende der Sache, selbst wenn du gar keinen Cashflow hast, hast du nach 20 Jahren eine bezahlte Immobilie. Und das raffen die nicht. Und da geht es eben nicht um Cashflow. Da muss man einfach mal einen Schritt weiterdenken. Und ich glaube, das fehlt bei ganz, ganz vielen Leuten einfach in dem Zusammenhang. Und deswegen denke ich immer, wenn man das clever aufsetzt, ist eine fremdgenutzte Immobilie, eine das Geilste, was du haben kannst. Ich meine, wenn ich jetzt zu dir komme und sage, Marc, wir kennen uns jetzt nicht und du hast jetzt nichts mit Immobilien zu tun. Und ich sage, Marc, ich habe hier eine Möglichkeit für dich, dass du in 20, 30 Jahren, wenn du in Rente gehst, sagen wir in 30 Jahren gehst du in Rente, habe ich eine Möglichkeit für dich, wie du ein Zusatzeinkommen von 1.200 Euro erwirtschaften kannst. Ist das interessant für dich? Das kostet dich gar nichts. Und dann sagt doch jeder Normale, ja, total geil. Ja. Da sagt doch keiner, nee, da habe ich aber nicht 80 Euro Rendite oder sowas dran. Ich meine, ich kenne Leute, ich habe auf Stammtischen gesessen, da sagt mir einer, ich habe meine erste Immobilie gekauft, die habe ich vorher finanziert. Ey, der hat sich einen Stellplatz für 140% finanziert. Ey, ich ganz ehrlich, ich wollte einfach nur noch gehen. Ne? Da sagt er, das ist meine erste Immobilie, haben wir 18 Euro Cashflow. Sag ich ganz ehrlich, für 18 Euro stehe ich nicht mal auf, so böse sich das anhört. Kauft euch was Richtiges, kauft euch eine geile Immobilie irgendwo. Oder was ich jetzt eben mache, viele kleine Wohnungen. Einzimmer, Zweizimmer, ich meine, machen wir uns nichts vor. Hartz IV, Bürgergeld, wie auch immer das heißt. Das ist ein ganz, ganz schlimmes Thema in Deutschland, was sich über Jahre hinweg machen wird. Wenn ich heute sehe, welche Qualität sich alleine von Schulabgängern bei mir bewirbt, das ist grausam. Das sind heute die Besten der Klasse, das sind damals die angespuckt worden sind. Das muss man ganz gut sagen. Die können nicht mehr lesen, die können nicht mehr schreiben, die kleben sich fest, die gehen freitags nicht zur Schule. Das ist für mich ganz schlimm. Deswegen glaube ich, dass dieses Thema dieser Sozialwohnungsbau einfach wichtig ist. Und deswegen, was wollt ihr denn mit einer Einzimmerwohnung oder einer Zweizimmerwohnung falsch machen? Da kriegt ihr immer jemanden. Und die sind auch gerne dazu, die sich selbst abzahlende Rentenversicherung. Ne? Also geil, was du machen kannst. Ich meine, ich habe bei der Versicherung damals gelernt. Ich habe Bankkaufmann gemacht. Ich habe noch ein Jahr Versicherung hinterhergehängt. Also ich habe Bankkaufmann und Versicherungskaufmann. Damals war das Nonplusultra eine fondgebundene Lebensversicherung. Und die Leute haben es abgefeiert. Und ganz ehrlich, wenn man mir damals, und ich muss ja sagen, als ich angefangen habe, es gab ja weder YouTube, noch gab es Facebook, noch gab es irgendwas. Ich musste die Scheiße selber zusammensuchen irgendwo. Ich habe auch jeden Fehler gemacht, den es gibt. Und wenn man mir damals gesagt hätte, hör zu, es gibt da ein Instrument, wo du zur Bank gehst, du leihst dir Geld, tauschst es gegen eine Immobilie ein, da wohnt jemand anders, der zahlt sie dir ab und am Ende der Sache gehört die Immobilie dir. Die gefallen, Alter, wo ist denn der Haken? Du verarschst mich doch. Und das sind eben Punkte und Positionen, wo ich mir denke, eigentlich ist das Genialste, was man machen kann. Und wenn man sich da vernünftig drum kümmert, mit einer vernünftigen Hausverwaltung, einfach wenn man was kauft, was vielleicht nicht 350 Kilometer weit weg ist, sondern was hier um die Ecke ist. Ich finde das interessant, dass du das sagst. Und der aufmerksame Zuhörer der Folge hier, der hat ja jetzt auch wahrgenommen, dass du direkt zur Einleitung, zu Beginn von deinen Negativerfahrungen am Start erzählt hast. Ne? Also, dass du den Abschaum der Menschen, wie du es gerade beschrieben hast, ja kennengelernt hast. Und trotz dass du diese, das ist ja das Hauptgegenargument, was die Leute mal sagen, ja, aber dann hast du die Messis im Haus oder sowas. Ne? Du hast das anscheinend ja schon erlebt und ja, sagst trotzdem, dass du begeistert bist davon. Das finde ich toll. Ja. Also ich muss dazu sagen, meine allerersten Immobilien, also meine ganz allererste Immobilie, an die erinnere ich mich noch, das war eine Ausschreibung vom Land Niedersachsen, das habe ich auf so einer komischen Börse gefunden und dann sollte man irgendein Angebot abgeben, da bin ich da vorbeigefahren, habe mir das von außen angeguckt, du konntest auch nicht rein und ich wusste, das Haus hat keine Heizung und dann habe ich gesagt, okay, für dieses Haus bin ich bereit, 4.250 Euro zu bezahlen. Und dann habe ich diese Immobilie für 4.250 Euro wirklich auch bekommen. Und dann habe ich 350 Euro Miete genommen, weil das Ding hat ja keine Heizung. Und trotzdem, ganz ehrlich, ist das ein Faktor 1,0 oder sowas, ne? Und damit hat es eigentlich angefangen. Und witzigerweise, die Immobilie hat immer funktioniert, habe ich nie Probleme mit gehabt. Und ich habe sie immer noch. Und dann ist das Thema, dann habe ich aber irgendwann wirklich angefangen, wirklich diese Billigbuden zu kaufen. Und ich muss das dazu sagen, damals waren die Preise anders. Also ich habe damals Preise bezahlt zwischen 8.000 und 25.000 Euro. Ich glaube, das teuerste Objekt, was ich damals gekauft habe, hat 41.000 Euro für 300 Quadratmeter gekostet. Wow. Da ist natürlich klar, dass auch mein Ziel, also mein persönliches Lebensmotto war immer,
billige Häuser für billige Menschen. Und dann kommt einer, also ich habe Familie da gehabt, ich weiß nicht, ob du diese Leute hier von mitten im Leben kommst, da heißen die Kinder, was weiß ich. Jeremy Pascal. Ich hatte eine Familie da, keiner von denen hatte Zähne und ich hatte meine damalige Auszubildende dabei, die lacht sich heute noch kaputt. Die Kinder hießen dann Maverick Marcel oder das Geilste war Bam Bam Rodriguez als Vornamen. Wow. Und so eine Sachen eben, und da erwarte ich eben nicht, dass ein Lukas der Sohn ist oder ein Johannes, sondern die heißen dann eben Justin und Dustin, ne? Oder Justin Dustin als Doppelname, keine Ahnung. Wie auch immer. Aber ich sag mal, auch diese Leute haben natürlich das Recht, ein Objekt zu beziehen. Und nur weil die keine Zähne haben, wobei ich heute weiß, keine Zähne, keine Miete, das ist bis jetzt aussagekräftiger. Okay, ein wichtiges Learning, was wir an der Stelle festhalten können, ja, keine Zähne, keine Miete. Aussagekräftiger als jede Schufa, ne? Hast du keine Zähne, zahlst du keine Miete. So, das war einfach das Ding, ich hab natürlich auch viele Fehler gemacht, ich habe auch viel schleifen lassen. Also bei mir ist so, meine Frau hat mittlerweile auch einen gewissen Immobilienbestand, wobei meine Frau Immobilien voll doof findet eigentlich, aber ich habe sie dazu mal so ein bisschen genötigt und sie ist auch bei manchen Sachen ganz froh. Und da ist so ein Ding, meine Frau, wenn du bei der 3, 4, 5 Tage zu spät deine Miete bezahlst, dann ruft meine Frau an. Und bei mir ist es damals so gewesen, ja, der hat schon wieder nicht bezahlt, da muss ich mich mal drum kümmern, ach, der mache ich nächsten Monat, dann kann ich hinfahren. Und dann hast du das Ding gehabt, wobei ich sagen muss, der Vorteil bei solchen Leuten ist immer, wenn du so richtige Kackleute hast, ne, die kriegst du immer alle mit einer Räumungsklage raus, indem du einfach ein Versäumnisurteil kriegst, weil die gehen ja auch nicht hin. Ich hatte mal einen, da habe ich schlechte Laune gekriegt, der hat nie bezahlt, der ist eingezogen, immer große Fresse gehabt, nie bezahlt, mir jede Woche eine neue Geschichte erzählt, warum und wieso er die Miete nicht bezahlen kann, Portemonnaie verloren, Geld gefändet, Portemonnaie wieder verloren, der Nachbar hat es geklaut, all so eine Geschichten. Und habe ich dann irgendwann angezeigt. Ne? Also der hat aber auch 2 Jahre auf Bewährung bekommen, fand ich ganz gut, wegen Einmietbetrug. Und der hatte eben sehr, sehr viel Müll dagelassen. Und dann habe ich diesen Müll genommen und habe ihm die ganze Scheiße vor die Haustür gekippt. Also es war ein Fernsehteam dabei, deswegen konnten wir leider nicht abkippen, wie wir wollten, weil wir mussten abstellen. Ganz ehrlich, ich hätte einen Tieflader geholt, die ganze Kacke vor die Tür geschmissen. Und das wurde dann sogar Reportage des Jahres, ich glaube 2015 oder sowas, bei TAF. Und ich stand dann draußen, schön für TAF natürlich mit Megafon. Hey, Herr Kampmann, Sie haben Ihre Rechnung, Ihre Sachen vergessen. Bitte holen Sie die rein. Sie haben ja auch vergessen, Ihre Miete zu bezahlen. Bitte vergessen Sie Ihre Sachen nicht vor der Tür. Und natürlich, die ganzen Nachbarn haben das mitgekriegt. Der Vermieter kam dann auf mich zu, sagt, was ist hier los? Ich so, ja, Herr Kampmann hat seine Sachen vergessen. Leider auch vergessen, die Miete zu bezahlen, hin und her. Und also der hat sehr, sehr, sehr pünktlich dann auch bezahlt, muss man sagen. Ich habe einen Richter gehabt, der das verstanden hat. Und der hat gesagt, mein lieber Mieter, ich verurteile dich und zu 2 Jahren auf Bewährung. Und deine Auflage ist, du musst den Fässer deine Schulden zurückzahlen. Ui. Ja, ich hatte die Räumungskosten. Wow. Die Räumungskosten konnte ich ansetzen, die offenen Mieten konnte ich ansetzen und die Gerichtskosten konnte ich, also die Kosten für das Urteil. Das waren ziemlich genau 3.600 Euro. Und er sagt, okay, 3 Jahre lang zahlst du Herrn Fässer jeden Monat 100 Euro. Und wenn du die einmal nicht bezahlst, dann ruft Herr Fässer mich an, dann kommst du ins Gefängnis. Weil du hast dann deine Bewährungsauflagen. Und ich muss dazu sagen, musste am 1. bezahlen und jeden Monat am 28. mal die Kohle da, ne? Immer schön 3 Tage, wie was passieren kann. Ja, das ist ein Lerneffekt. Ja, aber das ist dann auch, es ist eben nervig. Also ich sag mal, ich habe einen ganzen Ordner mit Titeln, den kann ich mir irgendwann mal so einen Rahmen kaufen, kann ich da reinhängen, dann haben die wenigstens auch so eine schmückende Situation. Aber insgesamt sind es schon sehr, sehr spezielle Menschen, die ich kennengelernt habe. Sehr undankbare Menschen. Mhm. Ach, Herr Fässer, wir haben ja so große Probleme. Meine Kinder sind beide behindert und wir sind ja obdachlos und wir sind ja so nette Leute. Und danach haben sie mir die Bude so hart zerlegt, haben mich dann noch verklagt. Sie haben mir die Bude kaputt gemacht, haben mich dann auf Sanierung verklagt. Das musst du mal reinziehen. Ich habe denen am Ende 10.000 Euro bezahlen müssen, dass sie ausziehen. Kein Witz. Also ich würde auch behaupten, dass meine Erfahrungen zeigen, je individueller die Probleme, die man mir erklärt, also interessiert mich im nicht. Rollstuhl, weil, oder ich genau. bin, ne, also diese ganzen Rollstuhl, Dinge drumherum. Rollstuhl verstehe ich, aber ich verstehe, also ich weiß mittlerweile eins. Warum wollen Sie denn ausziehen? Ja, Herr Fässer, stellen Sie sich mal vor, unser alter Vermieter, wir haben nur Schimmel gehabt, das war alles scheiße. Danke. Lächeln Sie mal, danke. Ich weiß, Sie haben keine Zähne, das ist das Ding. Mieter, die sich über den Schimmel beschweren und die sagen, wie scheiße der Vormieter war, ziehen bei mir nicht mehr ein. Mittlerweile gucke ich sehr viel genauer hin, weil ich auch sonst Ärger von meiner Frau kriege, wenn ich komische Mieter habe. Ich gucke sehr genau hin und ich glaube, dass ich mittlerweile sehr tolle Mieter habe. Also ich habe einen großen Teil dieser
Schlichtimmobilien auch verkauft. Ich habe die irgendwann mal, weil ich wirklich keine Lust mehr hatte, habe ich diesen ganzen Plunder genommen, habe den versteigern lassen bei so einer Immobilienauktion. Es hat sich auch gerechnet, das muss man dazu sagen, ist also Geld bei rumgekommen, aber viel, viel wichtiger war für mich aber, ich hatte Ruhe. Mhm. Ich hatte Stress mehr, ich habe viel gehabt im Landkreis Helmstedt, das ist von mir aus über eine Stunde. Ich habe ein bisschen was im Osten gehabt, über eine Stunde von hier. Und das hat einfach keinen Spaß mehr gemacht. Und dann habe ich den ganzen Plunder vertickt, gesagt, alles klar, weg mit dem Kram. Und dann war das auch für mich schöner. Und jetzt ist es eben alles im Bereich Hannover, ein bisschen im Landkreis Hildesheim, was ja nun auch nicht so weit weg ist. Das gehört ja auch hier zu Hannover dazu. Und damit fahre ich ganz gut. Also die Immobilie, die am nächsten dran ist, von der gehe ich von zu Hause aus 7 Minuten zu Fuß.